Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Viesa ganz einfach freischalten könnt. Viesa ist mit dem Kälteschaden sehr stark, unter anderem gegen den Pyromanen. Hier Stufe 66. Attributwiderstand gegen Kälte ist sehr gering und dadurch machen wir hier mehr Schaden, wenn wir Viesa nutzen sollten. Aus dem Grund meine Empfehlung, Viesa so schnell wie möglich freischalten. Ich zeige euch auch, wie das funktioniert. Natürlich müsst ihr zuallererst den Code erhalten, Viesas Code. Wie ihr sehen könnt, habt ihr im Amorphenmaterial Muster 18 und im Muster 30 die Möglichkeit, Viesas Code zu erhalten. 18 ist zum Beispiel in Vespers und 30 ist in der Agna-Wüste. Und wenn ihr dann Code 18 oder 30 haben solltet, dann könnt ihr den Lernabfangeinsatz 18 könnt ihr beim Vollstrecker umtauschen. Hier ist Viesas Code auf der zweiten Position mit 6% und beim Verschlinger ist Viesas Code mit 15% vorhanden. Also habt ihr die Möglichkeit, Viesa mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Verschlinger zu erhalten, damit ihr den Pyromanen zerstören könnt. Gut, jetzt zu den anderen Materialien, die wir benötigen. Wir brauchen einmal die verbesserte Zelle, den Stabilisator, den Spiralkatalysator. Fangen wir jetzt einmal mit der verbesserten Zelle an. Die verbesserte Zelle bzw. den Bauplan für die verbesserte Zelle bekommt ihr an verschiedenen Stellen. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, mit Amorphes Material Muster 4 es zu erhalten. Aber es gibt auch einen Fusionsreaktor, den man sozusagen aktivieren kann mit dem amorphen Material 34. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr es machen möchtet. Ich würde empfehlen, dass ihr den gewöhnlichen Einsatz mit dem Muster 4 angeht. Geht viel schneller. Das machen wir ja auch. Hier ist das Ding. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, mehrmals Muster 4 zu erhalten. Wir jumpen einmal kurz rein. Ich finde, das andere dauert ein bisschen länger. Hier könnt ihr schnell durchrushen und ihr habt dann die Möglichkeit, 1, 2, 3, 4, 5 mal amorphes Material bzw. Muster 4 zu erhalten, und die Chance, das zu erhalten, ist relativ hoch. 30 bis 50% ist schon relativ gut. Wir jumpen einmal rein. Ich zeige euch, wie easy das ist. Wir machen immer nur einen Durchgang, Leute. Ich mache einen Durchgang mit euch zusammen und dann gehen wir schauen, ob wir Viesas Bauplan erhalten haben. Wenn nicht, dann werde ich weiterfahren und euch dann die Anzahl, wie oft ich hier reingejumpt bin, nochmal dann sagen, bevor wir zum nächsten Bauplan übergehen. Aber wie gesagt, das ist eines der einfachsten Missionen. Ich könnte so schnell durchrushen. Wie ihr sehen könnt, hat Chillkröte schon die Position eingenommen. Da kommen Einheiten, hier kommen Einheiten raus, hier kommt einer mit einer Bombe raus und da oben kommen Einheiten raus. Ich werde mich da oben positionieren und werde die jetzt zerstören, damit es ein bisschen spannend bleibt, weil in der Mitte ist es ein bisschen langweilig, finde ich. So, kurz warten. Erst kämpft Chillkröte da hinten. Wir sehen ja schon oben rechts, dass wir Erfahrungspunkte erhalten. Chillkröte killt also alle. Die nächsten Einheiten kommen hier. Die müssten One-Shots sein, Leute. Also viele von euch sind wahrscheinlich so weit wie ich. Insbesondere wenn man schon beim Pyromanen ist, sollte man so weit sein. Und da sind die Einheiten tatsächlich One-Shot, wie ihr sehen könnt. Natürlich, wenn ich treffen sollte. Na, kommt ihr Süßen. Manchmal packe ich da mal ein Gift hin. Aber erst später, weil da kommen dann auch Einheiten, die dann hier unten durchrennen. Nervenportal. Oh, Maximalstufe erreicht. Nice. Jetzt wird es endlich Zeit, Viesa zu erhalten, damit ich wieder mal einen Einheit habe zum Leveln. Oder ich gebe meiner Freyna
Modulplatz, welches ich mit einer Fähigkeit belegen werde. Jetzt fragt euch bestimmt, was meint ihr damit? Zeige ich euch gleich. Ja, ist auch nicht Fähigkeit an sich, sondern die Art des Modulplatzes wird zugewiesen und die Module auf diesem Platz, die zu dieser Art gehören, verbrauchen dann weniger Kapazität. So wird man Stück für Stück OP. Dauert halt echt lange, ne, bis man durchkommt. Weil jedes Mal, wenn ich ihr einen Modulplatz zuweise, fange ich bei Stufe 1 an. Das heißt, dann müsste ich die wieder auf Stufe 40 leveln. Geisteskrank. Geisteskrank. So, Welle abgeschlossen. Nach den ersten 7 Wellen gibt es die erste Belohnung. Und dann werden wir schauen, ob wir Muster 4 schon erhalten haben oder... Sehr wahrscheinlich ist es so, dass wir Geld bekommen, Gold bekommen. Weil die Wahrscheinlichkeit, Geld zu erhalten, 8% ist. Deswegen ist es wahrscheinlich so, dass wir in den ersten 7 Wellen, wenn wir die Belohnung abholen, Geld bekommen werden. Also Gold. Das heißt ja Gold hier. Eigentlich hätte ich Bock, das alleine zu machen. Dann wird es vielleicht spannender, weil im Endeffekt machen die Gegner auch Schaden, ne? Ist ja nicht so, dass die keinen Schaden machen. Wenn da auf einmal so 200 Gegner auf einen zurennen, dann wird es immer spannend. Ich glaube, die machen ein bisschen weniger Schaden, die guten Leute da. Wie dass sie teilweise nicht durchkommen. Ja. So läuft das. Also allgemein zum Farmen würde ich das hier nicht empfehlen, weil die Belohnungen nicht so gut sind. Aber zum Erfahrung sammeln, easy Erfahrung sammeln, wenn ihr von Stufe 1 beginnt, dann ist das richtig nice. Auch aus dem Grund, weil ja eigentlich Leute sind, die eine höhere Stufe haben. Weil viele hier die ESA fahren. Also ganz entspannt hinchillen und leveln. Fünf Sekunden bis zur nächsten Welle. Am liebsten hätte ich es, wenn 8 Wellen gleichzeitig kommen könnten. Hier richtig Chaos mit 400 Einheiten gleichzeitig. Alle 5 Sekunden. Bin mal gespannt, ob wir irgendwann so Hardcore-Wellen freischalten können. Gut, ich würde sagen, das ist ja wahrscheinlich nicht so interessant für euch. Wir machen hier einen Cut. Wenn wir beiden belogen sind, sehen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich, was ich erhalten habe. Oh, jetzt wird's wilder. So, bis gleich. Ja, natürlich gab es Gold. Ich mache aber weiter, weil in der nächsten Stufe haben wir 5% Chance, unser Material zu erhalten. Also weiter geht's. Oh Gott, jetzt bekomme ich auch noch Muster 5. Beste Debert, ich will Muster 4 haben. Ja, ja, jetzt gibt's auch noch 110.000 Gold, aber immer noch kein Material 4. Naja, jetzt haben wir 80%, deswegen wird es klappen. So, leider nicht erhalten. Wir sind hier mit dem Muster 05 rausgekommen. Hier haben wir aber eine Möglichkeit, einen Energieaktivator zu erhalten. Naja, machen wir einfach weiter. So, da wir ja die Wahrscheinlichkeiten haben möchten, bin ich jetzt mal zur Versandbasis strategischer Außenposten der Vulgus rein. Und hier kriegt man Muster 34. Dauert ungefähr 2 Minuten. Und dann habe ich das geklärt. Dann muss man 5 Minuten warten. Dann kann man es wieder neu starten. Also 7 Minuten ein Try, sage ich mal dazu. Das andere hat
ungefähr 40 Minuten gedauert und ihr habt ja gesehen gehabt, ich hatte kein Glück gehabt. Deswegen versuchen wir mal hier unser Glück. Und dann sage ich mal, ob ich in 40 Minuten, beziehungsweise ich sage euch, wie viele von den Materialien, Mustern 34, ich in 40 Minuten erhalte. Gut, let's go. Also ich habe nicht mein Muster bekommen, aber ich habe hier gerade meine mein Modul für Freyna erhalten, was richtig nice ist. Weiter geht's. Das war Versuch Nummer 2, by the way. 1 Minute zu 32 hat es gedauert, also 5 Minuten warten, 1 Minute zu 30 dauert das und ihr bekommt gute Materialien, hier Kristall Biogel und Module, die vielleicht auch wichtig für euch sein könnten. Deswegen denke ich, dass es die beste Möglichkeit ist, hier den Bauplan für Viesa zu looten. Es hat insgesamt 6 Versuche gebraucht, um Muster 34 zu erhalten. Wie ihr sehen könnt, Baublon verbesserte Zellen wie ESA mit 38%. Gar nicht mal so schlecht. Ich werde jetzt noch ein paar Versuche starten, damit ihr mehr von diesem Muster 34 erhalten und dann geht's weiter. Okay Leute, ich glaube das reicht. Wir haben das jetzt mehrmals erhalten. Und damit wir hier weiterkommen, gehen wir noch einmal hier in unsere Verbrauchsgegenstände, amorphes Material. 4-mal haben wir es erhalten. Jetzt können wir auf L drücken, Informationen zum Verknüpfen der Konstruktionsgerät. Dann sehen wir, dass wir zu Schlucht der Weisen Nächte gehen müssen, ins Observatorium. Machen wir das hier und Observatorium. Und dann müssten wir zum Fusionsreaktor, das ist das hier. Und dann, wenn wir runtergehen, sehen wir, dass wir hier 13 monomere Lernsplitter benötigen und 2 organische Splitter, damit wir überhaupt hier reingehen können. Falls die fehlen sollten, dann müssten wir die hier looten. Hier sieht man, glaube ich, auch, dass man die hier erhalten kann. Monomere Lernsplitter und polymere Lernsplitter. Und hier brauchen wir organische Splitter. Dann gehen wir nochmal in unser Inventar. Verbrauchsgegenstände, die müssten irgendwo hier unten sein. Da, wir haben 11 organische Splitter, anorganische Splitter 20, Polymer Lernsplitter 0 bzw. 1 und Monomer Lernsplitter 16. Bevor wir da also durchstarten können, müssen wir unbedingt hier noch looten. Da brauchen wir Kälte. Kälte haben wir nicht, aber das ist meistens so, dass da immer andere Leute sind, die dasselbe looten. Da schauen wir kurz mal hin, ob da jemand ist, damit wir uns da daran beteiligen können. Ansonsten, wenn es hier niemanden geben sollte, dann müssen wir einen anderen Standort suchen. Ach, hier haben wir doch direkt einen attributlosen, Leute. Also attributlos hat jeder von uns. Da können wir mal kurz reinjumpen. Machen wir das einmal zusammen. Und dann werde ich so viel looten, dass wir dann direkt weitergehen können. Machen wir einen Wegmarker drauf. Zack. Da hinten ist das Ding. Also jeder von uns hat attributlos mit Ajax. Weil Ajax bekommt man relativ früh. Da ist das Ding. Let's go. Ups. So, jetzt habe ich komplett einen Balken weggemacht. Keine Ahnung wieso. Ja, easy. Ich finde es immer nice, wenn die auf einen zurennen, da kann man die schnell erkennen. Ekelhaft ist aber, das sind 66 Gegner, die wir töten müssen. Wow. Hoffentlich ist mir die erste Runde so krass. Gebt euch das mal. Ciao. Ups. Da ist die Belohnung, Leute. Monomer Lernsplitter 1, Polymer, anorganisch, organisch, Magnetspule. Und so machen wir weiter, bis wir genug haben. Und dann geht es zum Reaktor. Bis gleich.
So, einmal die Daumen drücken, damit es direkt beim ersten Mal klappt. Let's go. Das ist ein starker Gegner. Darf man nicht unterschätzen. Oh mein Gott. Ich bekomme Angst, wenn die auf mich zurennt. Heilt sich auch durchgehend. Deswegen immer durchgehend Schaden machen. Junge, was wollt ihr? Verpisst euch. Oh mein Gott. Jawohl, sieht gut aus. Oh, eingefroren. Nein. Er ist ja tot. Hat sich jetzt bestimmt zur Hälfte geheilt. Verpisst euch. Come on. Keine Munition? Nee, ich hab noch Munition. Wieso hat der nicht mehr geschossen? Ha! Witzig. Schnell weg. Komm her. Oh mein Gott. Komm jetzt. So, erste Phase. Junge, Junge, Junge. Anstrengend. Besiegen wir die mal so. Wir haben nicht mehr so viel Munition. Und ciao. Jetzt geht's weiter. Zweite Phase. Hier weg! Nein! Oh mein Gott! Ist so stark! Junge, 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 Junge! Was wollen die hier wieder? Hört mich nicht! Oh mein Gott! Wo sind die hin? Als würde die nicht reichen. Jawohl. Verpiss dich. Wieder runter. Mir schön abwechseln. Und weg. Wo ist die hin? Da. Oh mein Gott. Ey, das gibt's nicht. Guck mal, wie Schaden die macht. Jawohl, nochmal. Ist deutsch. So. Come on. Jawohl. Keine Munition mehr. Sehr schön. Haben wir hier irgendwo Munition? Natürlich nicht. Und die heilt sich. Muss die so killen. Ich muss einmal sterben. Damit ich Munition bekomme. Ja. Yep. Die teilt sich nicht so viel. So. Ich darf auch nur zweimal sterben, gell?
Danach ist es rum. Komm, 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 komm. Komm jetzt weg mit dir, du Drecksack. Und ciao. Oh mein Gott. Anstrengend. Uiuiuiuiuiui. Toi, 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 Ufi. Komm schon. Oh, oh, toll. Okay, ich muss noch ein paar Mal testen, aber irgendwann schaffen wir das. Bis gleich. Leute, ich hab's endlich geschafft nach 5 Versuchen. Endlich habe ich dieses verdammte Bauplan erhalten. Weiter geht's. Okay, Leute, wir machen wieder weiter. Die verbesserte Zellen können wir jetzt herstellen. Fusionsplasma-Akku benötigen wir dafür. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie ihr das sehr schlau looten könnt. Dafür müsst ihr einmal ins unfruchtbare Land. Teleportiert euch hier hin. Zerstört einmal hier diese Zonenaufklärungsmission. Danach jumpt ihr direkt hier hoch. Geht einmal hier runter und geht hier. Und dann könnt ihr das wiederholen die ganze Zeit und bekommt dann eure Fusionsmaterialien. Ich jump mal hin und zeige euch das einmal. Geht alles sehr schnell durch. Die anderen hassen diesen Trick, weil wir dadurch alles looten und die anderen keine Möglichkeit haben, da rein zu jumpen. Oh, da sind schon einige drin. Mischen wir mal mit. Ja, Boss kommt. Und ciao. So, wenn es durch ist, dann geht hier auf die andere Seite. Zack. Fusionsplasma Kummer 2. Einfach diesen Weg hier nehmen. Und runter mit uns. So, den Boss besiegen. Und dann habt ihr nochmal Fusionsplasma-Akku erhalten. Und ich habe tatsächlich hier das erste Mal einen Formstabilisator erhalten, Leute. Das erste Mal. Hier habe ich das bekommen. Hier an diesem Ort. Deswegen lohnt es sich hier ab und zu mal rein zu jumpen. Wir machen aber jetzt weiter mit unseren Bauplänen. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Das bekommt ihr schon hin. Diese Route ist die einfachste Route. Das empfehle ich euch. Dann kommt ihr sehr schnell durch mit euren Materialien. Und ihr habt ja auch gesehen, das dauert nicht so lange. Wir machen jetzt weiter mit den Bauplänen. So. Forschungsprojekt, Nachfahre, wie ist er? Zack. So, verbesserte Zellen, check. Jetzt gehen wir zum Stabilisator. Da brauchen wir den Bauplan-Stabilisator. Damit wir den Bauplan erstellen können, müssen wir hier Materialmuster 24 erhalten. Da müssen wir die Leichenbraut kennen. Ich glaube, das ist am einfachsten, Leute. Das mit dem leeren Fusionsreaktor würde ich euch nicht empfehlen. Leichenbraut ist einfacher. Und damit ihr Muster 24 erhalten könnt, müsst ihr im Ekosum verteidige die Albion-Ressourcen abschießen. Das ist das Ding hier. Geht auch sehr schnell durch. Machen wir mal eine Runde. Tatsächlich war das Schwierigste von dem Bauplan das erste, was wir gemacht haben. Die anderen sind easy. So, let's go. Einsatz anzeigen, Mission starten. 24 und 25 bekommt man hier. Und das ist nicht, also das dauert nicht so lange wie die andere Mission, weil es hier nicht mit Wellen funktioniert, sondern ihr könnt direkt angreifen. Wenn ich mich richtig entsinne, könnte auch falsch liegen. Aber ich glaube, hier läuft es nicht mit Wellen. Deswegen könnt ihr schneller durch. Oh. Kann man das aktivieren?
Das habe ich anscheinend nicht aktiviert. Muss ich mal aktivieren irgendwann. Oder es sieht nur so aus. Gut, Muster 24 brauchen wir. Und dann geht es weiter. Das ist auch mit Wellen. Sorry. Okay, 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 okay. Nicht schlimm. Gut, dann mache ich mal das. Ich glaube, ihr kommt hier alle durch. Ich komme dann wieder, wenn die Belohnungen da sind. Bis gleich. Hey, das war gar nicht gut. Und das mit den Wellen gefällt mir auch nicht. Es dauert einfach viel zu lange. Bis man da durch ist, dauert es Minimum 40 Minuten. Deswegen tryen wir mal das hier. Okay. Okay, das ist wieder so etwas. Kenne ich sogar. War ich schon öfter mal drin. Gucken wir mal. Ich glaube, das ist sogar einfacher. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da waren wir schon ein paar Mal drin gewesen, tatsächlich. Und da wartet schon einer. Die kann man auch schön kombinieren. Weil da unten ist ein Lernfragment. Da braucht jemanden mit dem Attribut Feuer. Der ist unten. Zerstört das und die greift die Mobs an. Und dann könnt ihr immer hin und her switchen. Einmal das hier und einmal das da unten. Kann man schon gut kombinieren. Und ciao. Ja, easy, easy. Lieber das hier machen. 5 Minuten Wartezeit. Nicht mal 10 Sekunden dauert es. Dann könnt ihr hin und her switchen. Finde ich besser. So, dann warten wir mal, bis wir das erhalten. Okay, wenn ihr das dann geschafft habt, Leute, dann machen wir weiter. Und zwar, ich wollte euch was zeigen. Wir hatten ja dieses Material schon gelootet gehabt, weil wir hier den Bauplan göttliche Bestrafung geholt hatten. Und das funktioniert genauso auch mit dem Stabilisator. Wie ist er, wenn ihr das Muster habt, dann müsst ihr zum Rekonstruktionsgerät. Und zwar eine Sekunde, ich zeige es euch einmal. Kann ich es euch hier nicht zeigen? Eine Sekunde. Info zum Verknüpfen. Ah, da haben wir das auch. Vespers normal leeren Fusionsreaktor, verlorenes Nachschubdepot. Also hier, verlorenes Nachschubdepot. Müsst ihr das hier, nee, nicht das hier, sondern das hier aktivieren. Und dafür braucht ihr wieder Polymer-Lernsplitter und organische Splitter. Und dann könnt ihr Muster 14 aktivieren und dann habt ihr die Chance, VSA zu erhalten. Also dauert es, könnte es schon ein bisschen länger dauern. Schaut euch das an, Leute. Hier unten hat jemand das hier aktiviert. Dann kann man das schön kombinieren. Wie gesagt, einmal hier unten durch. Und dann könnt ihr wieder hoch. Ah, Vorführeffekt. Nice. Ja, Balle Hund. Mama hier, Mama. Komm, let's go. Sehr schön hast du es gemacht. Sehr schön hast du es gemacht. Vorführeffekt. Und dann haben wir noch hier 2 Minuten Zeit, um wieder hochzugehen. Oh, die letzte Welle kommt von da hinten, stimmt. War vergessen. Wie gesagt, wenn ihr einen Kumpel habt, der Feuerattacke hat, oder wenn ihr selber Feuerattacke drauf habt, dann könnt ihr das sehr schön kombinieren. In diesen 5 Minuten könnt ihr zweimal hier das Lernfragment bieten. Und dann lohnt sich das Warten doppelt. So, machen wir mal wieder. Sehr schön. Sehr schön. Gut, 2 Minuten noch. Wir machen aber weiter. Wir warten nicht mehr. Gehen direkt zum nächsten Material. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Ich werde auch das mit Muster 14, als ich den göttlichen Bauplan freigeschaltet habe, nochmal in die Beschreibung packen, falls ihr Fragen haben solltet. Da ist es dort beantwortet. So. Hier haben wir Muster 46, was wir benötigen. Muster 46... habe ich nicht im Besitz. Es ist wieder hier ein Lernexperiment. Das Ding. Monsterstufe 79. Ist ein bisschen stärker. Jumpen wir mal rein. Kriegen wir auch Bock, das komplett mal jetzt aufzunehmen. Hm.
Müsste hier rechts sein, gell? Ja. Die waren ja auch schon öfter gewesen. Geht eigentlich relativ schnell. Oh, ich bin falsch gelaufen. Wie bin ich denn so dumm gelaufen? Wo ist denn das nochmal? Auf der anderen Seite, hä? Ich bin ja richtig lost gerade. Das ist doch, oder? Ich bin dran vorbeigelaufen, ja. Junge, Junge, Junge. So, Verhinderung des Lernexperiments. Hier ist das Ding. 46, wie ist er? Wir gehen mal ganz kurz rein. Schauen uns das an. Dann jumpen wir wieder raus. So ein, zwei Wellen gehen, oder? Boah, das sieht so nice aus, schau durchs Wand. Aus wie so ein Auge. Beginnt in 12 Sekunden. Der David plus Devil. Und irgendwie in the face. So ein paar Namen erfunden gerade. Ist wieder mit Wellen, deswegen ganz ehrlich, Alter. Ich werde es jetzt nicht durchspielen. Ein paar Wellen machen wir mit. Dann jumpen wir raus. Das Geile ist aber an dem Ding ist, es ist tatsächlich nicht mit Zeit, sondern mit der Anzahl an Gegnern. Deswegen, je schneller ihr killt, desto schneller kommt ihr durch. Oh. Wow. Ah, okay, deswegen. Ich hab mir gedacht, hey, wieso hab ich so viel Schaden bekommen? Was? Okay, darauf muss man achten. So, dann bleiben wir mal in Bewegung. Gleich kommt so ein Viech in dem Schild. Den müsst ihr attackieren. Haben die schon gemacht. Okay, die haben es schon gemacht. Ich zeige es euch gleich in der nächsten Welle. Und erst wenn ihr ihn attackiert, kommen die Gegner, die ihr besiegen dürft. Oh, ich muss hier mal ein bisschen aufpassen. Ist ja nicht so, dass ich extrem viel Leben habe. So, jetzt suchen wir das Ding mal. Vorne, hier, da ist das Ding. Der ist im Schild. Und den muss man einmal attackieren, sonst startet die Welt nicht. Ah, geht easy. Geht easy. Nicht gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir. Oh, die Leute sind down sogar, Alter. Oh, gehen wir mal schnell weg. Wo wir sterben. Was, Alter? Wow. Die Gegner sind hier böse. Böse, böse. Frag mich, wann es die ersten Belohnungen geben wird. Der 7., glaube ich. Ich würde gerne reinjumpen mit meiner Fähigkeit, aber die machen so viel Schaden, dass es nicht so einfach ist, reinzujumpen. Wo sind denn die? Ah, hier. Soll ich's machen? Crazy, Alter. Und dann haben die ein Schild, dass man von Weitem nicht schießen kann. Crazy.
Die anderen haben es wenigstens drauf. So, die erste Belohnung. Leider 46 nicht erhalten, aber in der nächsten haben wir 30% die Chance, das zu bekommen. Deswegen machen wir weiter. Da sehe ich schon Bauplan, Spiralkatalysator. Wie ist er? Und noch drauf. Für die ersten 7 Wellen hatten wir 10 Minuten Zeit gehabt und jetzt haben wir für die nächsten 4 Wellen 15 Minuten Zeit. Was? I knew it. These are the pulses detected in void experiments. Frag mich, ob es schon mal Spieler gab, die nicht gecheckt haben, dass man den einen angreifen muss. Und dann die Zeit einfach abgelaufen ist. Wäre schon witzig. Oh, weg. Jawohl, weg, 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 weg. Oh Gott, Alter. Ja, die uns downen. Das ist brutal. Das ist brutal. Ich hätte mehr Widerstand reinmachen müssen. Ich bin total auf Angriff gegangen. Oh, bin weg. Dennis noch! Schafft Dennis noch! Oh, er hat's geschafft! Er hat's geschafft, Alter. Geld habe ich drin. Verteidigung muss ich reinmachen. Mach ich dann gleich. So ein bisschen mal den Leuten helfen hier. Jawohl. Also reinjumpen werde ich auf jeden Fall nicht mehr. Bin mir zu stark. Cool, eine Sekunde. Ich darf meine Fähigkeit nicht verwenden. Nice. Oh, oh. Dann weg. Jawohl. Schnell habe ich sie überlebt. Oh, was? Ist das krank? Da ist das kranker Schaden. Und überall sind irgendwelche Kugeln. Muss auch passen. Geh mal kurz weg. Oh. Komm stärker zurück. Jawohl. Howie. Ich glaube, das ist dann die vorletzte Welle, dann ist sie der Belohnung. Ich glaube, bei denen oben. Angst. Auch wie viel Leben die haben. Geisteskrank. Ne, bringt nichts. Die müssen erstmal da raus. Jawohl. Jawohl. Ciao. Boah, die machen gut Schaden.
Gebt euch das mal. Oh, geisteskrank. Und er chillt hier. Da ist das Ding, Leute. Da ist das Ding. Schnell raus. Schnell raus. Junge, willst du alleine rein oder was? Geil. Dann aktivieren wir das mal, oder? Ich weiß nicht, zu wem wir da reingehen müssen. Ich glaube, zu Leichenbrauch. Machen wir sofort. Hab Bock drauf. Let's go. So, Material, Muster 46. Gut, Muster 46, Leute. Wohin müssen wir rein? Bist du's? Bist du's? Nee, ist der Sumpfläufer. Richtig. Okay, let's go. Sehr schwaches Blitz, deswegen passt es schon so. Oh Gott, das wird was. Also, das ist nicht leicht, gegen den zu kämpfen. Vielleicht verkacken wir es auch jetzt. So random Gruppe ist immer schwierig. Oh doch, immer extrem lang. Schaut euch das mal an. Aber wäre nice, wenn wir First Try schaffen und auch wie Esas Bauplan erhalten könnten. Das ist ja richtig geil. Ja, was sind das für Leute? Ricky, Uzi, Abnes. Gute Leute. Gute Leute. Let's go. Da bin ich mal gespannt. Oh, ein Healer. Wir haben Healer. Oh, Schaden ist okay. Das ist okay, Leute. Diese kleinen Ekelhaften müssen wir besiegen. Bevor die stören. Ich glaube, guter als Häppchen, damit wir uns später ein bisschen Leben geben können. Wäre schön, die Schwachstellen angreifen. Oh, ich bin nicht dein Feind. Ja, ja, okay, ich hab den getriggert gerade. Ja, weg. Ja, von denen allen habe ich am meisten Leben. Healer ist schon nice, aber. Ich habe öfter überlegt, ob ich einen Healer freischalten soll. Würde ich machen. Direkt geheilt. Oh. Oh. Keine Motor mehr. Sehr schön. Dann müssen wir einmal zurück. Zack. Die Schwachstellen sind fast alle schon down, sehe ich gerade. Machen wir das mal kaputt hier. Nicht ganz geschafft. Aber das Ding ist eh kaputt. Und ciao. So, Munition gönnen. Oh. Abklingzeit. Ich hab keine Munition mehr. Munition. Hier vielleicht? Jawohl. Wo ist denn die Stelle? Hinten dran, gell? Ja. Okay, die machen das schon. Der sich gut platziert gehabt da. Schwachstellen angreifen, Leute. Und vielleicht auch mal Strom geben.
wenn wir schon dabei sind. Macht gut Schaden, wie ihr sehen kann. Ich bin aber blöd getickert gerade. Jawohl, Hälfte geschafft. Hälfte geschafft, Leute. Auf Schwachstelle fokussieren macht nur Sinn. Macht fast dreifach mehr Schaden. Keine Emotion mehr, natürlich. Fuck. Ja, genau. Ja, genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Fast down. Boah. Okay, ich bin auch fast down. Schnell heim. Nice. Deswegen kriegt man die Mobs genau für solche Situationen. Ich bin down. Oh mein Gott. Chetness, rette mich. Ja, Bunnies halten zusammen. Bunnies halten zusammen. Bild ist aktiv. Am schnellsten kriegt man die Daumen, wenn man Elektroangriff drauf macht, wie ihr sehen könnt. Das ballert direkt weg. Aber ich habe halt nicht die Reichweite, ne? Ich habe nur eins wegbekommen. Keine Mission mehr. Zack. Das ist kacke, wenn er da hinten ist. Kriegen wir es vielleicht dahinter hin? Yes. Okay, haben es geschafft. Und ciao. Nice. Jetzt wäre ein Träumchen direkt first try, wie es dazu erhalten. Das wäre echt ein Träumchen. Oh, nice. Gute Sachen. Gute Sachen. Die Däume. Wie die Däumchen. So, 46. Das Ding brauchen wir. Let's go. Oh, toll. Egal. Nicht schlimm. Leute, ich habe, glaube ich, alles erklärt. Manchmal braucht man halt 100 Versuche, Leute. Das ist halt so. Kann man nichts machen. Und deswegen macht es gar keinen Sinn, die nächsten Tries nochmal hier aufzunehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg, hoffentlich kommt es direkt beim First Try bei euch. Und habt Spaß damit. Bis dahin, ciao, ciao.